So, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Alarm von Cobra 11 Highway Nights. Jetzt gab es eine kleine Pause, beziehungsweise von mir Aufnahmepause und auch vom Upload her. Jetzt wird es wieder weitergehen. Wir machen hier weiter mit der Karriere heute. Und zwar gibt es jetzt hier, dadurch, dass wir die Undercover-Mission freigeschalten haben, jetzt auch die Option, mit Ben Undercover unterwegs zu sein. Hier sieht man, welche Autos die wollen. Und die können wir halt über die Fälle, beziehungsweise vielleicht sogar über die Streifenfahrten, freischalten. Dann wollen wir da jetzt einfach mal, wir starten einfach mal beim Tuner Club. Am besten hier mit dem hier. Einfach mal schauen. Keine Ahnung. Was jetzt hier so Phase ist. Ich habe jetzt mal die Musik ausgemacht im Hintergrund. Die Sprache ist immer noch da. Der Sound ist auch ganz ordentlich. Aber ich glaube, ich muss die Helligkeit höher machen. Grafik, Helligkeit. Damit man auch was erkennt. So. Genau, fortsetzen. Weil jetzt sieht es noch blöd aus. Ja, es muss mal kurz sein. Ja, so geht es jetzt einigermaßen. Mal schauen, ob wir irgendwelche Gegner sehen. Map. Wir sind da, hier. Was haben wir hier? Hier vorfahren, der fährt mir entgegen, gut. Uiuiui, geht's der Berg hoch. So, jetzt müssen wir gleich im Lauf die Karte schauen. Diesmal lassen wir den Krankenwagen am Leben hier. Ja, bitte. Gleich mal mit Nitro hinterher. Ja, jetzt ist gleich. Boah, die Lenkung ist, wie ich sie hasse. Wie ich die Lenkung hasse. Beziehungsweise das Bremsverhalten des Autos. Also wenn man GTA 5 gewohnt ist, dann ist hier die Lenkung, ja. Sagen wir mal so, nicht so präzise. Oh, kannst du nicht Auto fahren? Komm, bleib stehen, bleib stehen. Och Mann. Und ab mit Nitro wieder hinterher. Ja, komm, ach Mann, bleib doch stehen vor uns. Dann halt jetzt. Komm, 2 Sekunden noch. 1 Sekunde. Boah, ernsthaft. Willst du mich verarschen hier? So, Nitro ab hinterher. Wow. Shit.
Ja. Das dauert mir jetzt fast schon wieder hier ein bisschen zu lange hier. Ja, kleiner Unfall am Rande. Da bist du doch. Ei, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Also geht doch. Ja, wieso? Ich hab doch. Aber Streife fahren. Nein. Oh, die Fälle weiter. Bereitschaftsdienst. Wir haben hier den Alligator Polizei. Weil es gab ja Personen, die sich beschwert haben, ich würde immer das gleiche Auto nehmen. Aber wenn ich sage, ach komm, heute können wir doch das und das nehmen. Heute nehmen wir mal den Alligator. Ben, bitte fahrt sofort zum Hotel, in dem die Konferenz stattfinden wird. Gibt's doch Stress? Ein Unbekannter ist dort gesehen worden, der sich in den Suiten rumgetrieben hat, in denen die wichtigsten Gäste untergebracht werden. Sein Aufenthalt ist gerade unbekannt, aber er muss noch im Gebäude sein. Postiert euch am Eingang und meldet verdächtige Personen. Verstanden. Ja, den nehmen wir doch gleich mal an. Kollegen, aus dem Weg. Ich bin schneller. Ihr habt ja nicht mehr blaue Lichter an, ihr Deppen. So, noch 1 Kilometer Entfernung. Jetzt fahren wir erstmal wieder ein bisschen weg. Ja, genau. So. 60 erlaubt, wir fahren 140, 150. Haben 2% Schaden. Du fliegst jetzt hier nicht ab, genau. Haarscharf vorbei. 300 Meter. Gleich sind wir da, noch einmal 90 Grad. So, da ist das Hotel. Und das sind wir auch schon, da wollen wir doch mal schauen. Sieh an, die Kollegen sind auch schon da. Dann stehen wir uns auch mal die Reifen platt. Verdammt, schon wieder Brandbomben! Jetzt wird's aber langsam anstrengend. Ja, wir sind immer zufällig da, wo es brennt. Fuß aufs Gas, wir spielen Feuerwehr. Na dann. Na also, geht doch. 3 Minuten hatte ich Zeit. Was war? Mal sehen, was am Hotel jetzt los ist. Die Brandbomben werden ein schönes Durcheinander veranstaltet haben. So, da stellt sich aber die Frage, ob das dann Zufall war, dass die Autonomen hier aufgekreuzt sind. Du kannst vielleicht Fragen stellen. Na, dann wollen wir dem doch mal auf den Grund gehen. 30 Sekunden Zeit für 1 Kilometer, das wird sportlich. Dürfte aber gerade so gehen. So, weiterhin geradeaus. Hoffentlich kommt jetzt gleich. Da geht's hoch. Ah, 14 Sekunden, kein Problem, easy. Sieh mal an, unsere Chefin ist auch vor Ort. Sieh mir, Ben, wo waren Sie? Sie sollten sich hier postieren. Bitte, es gab plötzlich einen Anschlag mit Brandbomben. Wir haben gleich die Verfolgung der Täter aufgenommen und hier im Hotel waren noch genug Beamte, die gesichert haben. Sie hätten melden müssen, dass Sie Verfolgung aufnehmen. Ja, das musste alles ganz schnell gehen.
Ja, mag sein, aber Sie müssen ja nicht erst eine Telefonzelle suchen, um eine Meldung zu machen. Wir haben die Autonomen gestoppt und wurden dabei sogar verletzt. Bevor der Krankenwagen vor Ort war, haben wir auch was rausgefunden. Dann lassen Sie mal hören. Und ich möchte auch jedes Wort im Bericht nachlesen können. Die Autonomen haben die Brandbomben, Fahrzeuge und den ganzen Kram von jemandem bekommen, der sie für diese Anschläge sogar bezahlt. Und wer? Das wissen wir nicht. Jedenfalls geht bei den Autonomen wohl gerade jemand um, der sie anstachelt und mit Waffen ausrüstet. Aber wozu? Keine Ahnung. Jedenfalls verursacht derjenige damit ein ganz schönes Chaos. Chefin, wurde der Verdächtige gefunden, der sich hier im Hotel herumgetrieben hat? Nein, er konnte nicht gefunden werden. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Wir gehen davon aus, dass der Verdächtige entkommen ist. Dazu hat er vermutlich den Moment genutzt, in dem die Bomben hochgegangen sind. Ich habe eben auch gedacht, dass das kein Zufall war. Sie meinen, dass die Brandbomben ein Ablenkungsmanöver waren, damit der Verdächtige unbemerkt entkommen konnte? Wäre doch möglich. Das soll dann bitte auch im Bericht stehen. Die und ihr Bericht. Okay, also es ist im Grunde jetzt so die Vermutung, dass die Autonomen bezahlt werden und mit Waffen ausgerüstet werden, um für andere Leute irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Interessant. Aber doch mal nach dem Schlüsselgeheimnis schauen. Nochmal ein Semi-Polizeiauto. Das hatten wir auch noch nicht wirklich. Es gibt keine Fußgänger, weil sie vor dir nicht sicher wären. Und natürlich fahren wieder Kollegen von uns hier weg. Ich habe eine tolle Idee. Lass mich raten. Nächstes Mal jagen wir nichts in die Luft? Genau. Könnte hilfreich sein, oder? Dann lass uns mal Susanne anrufen und fragen, ob die KTU an dem Wrack vom LKW-Überfall was gefunden hat. Susanne, hier ist Ben. Sag mal, hatte die KTU das Wrack schon unter dem Mikroskop? Hi, Ben. Ja, den Bericht habe ich euch auf den Schreibtisch gelegt. Weißt du in etwa, was drinsteht? Die KTU hat nichts gefunden, bis auf ein Navigationsgerät mit GPS-Ortung, das noch intakt war. Ortung? Und was kann man damit orten? Naja, Positionen halt. Also, wo sich etwas befindet oder bewegt, was eine Position sendet. Wie unsere Peilsender. Also könnte man auch jederzeit einen LKW orten, wenn man den Code des Senders kennt? Du denkst, dass es bei der Sicherheitsfirma eine undichte Stelle gibt, die den Räubern die wertvollen Lieferungen gesteckt hat? Susanne, kannst du bitte in unseren Bericht gucken? Der Chef der Spedition hat uns eine Sicherheitsfirma genannt, der seine Transporte überwacht. Okay, Semir. Ich sehe nach und schicke euch gleich Name und Adresse. Danke, Susanne. Ja, dann schauen wir doch mal. Machen wir gleich mal Warnblinker mit an. Und mit Vollgas in die andere Richtung. Boah, schon wieder so eine 90-Grad-Kurve. Ja, das bisschen. Das ist wirklich auf die andere Seite rüber. Och Mann. Heul nicht. Da vorne rein, ja, hier. So. Ja. Guten Tag, Erkan Kripo Autobahn. Wir würden gerne mit dem Zuständigen für die Überwachung von Speditionsfirmen sprechen. Autobahnpolizei. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Mein zuständiger Mitarbeiter hat wohl gerade einen Anruf erhalten, hat daraufhin fluchtartig seinen Platz verlassen. Er müsste Ihnen am Empfang begegnet sein. Ja, uns ist jemand in die Arme gerannt. Wir hängen uns dran. Danke. Na dann, ab geht's. Da vorne ist er. Warnblinker an. Ja, was ist denn los? Darf ich vielleicht mal Gas geben? Wir sind jetzt gerade immer noch hinter Cutscene. Immer noch? Da haben wir wohl gerade den richtigen Moment erwischt. Er spart uns zumindest viel Fragerei. Mal sehen, wo er mit seinem nervösen Fahrstil hin will. Offenbar wollen noch andere mit unserem Freund reden. Reden? Nee, die wollen ihn eher von der Straße fegen. Sind wohl keine Freunde von ihm. Sieht nicht so aus.
Ja, komm, jetzt müsste es doch langsam reichen. Ja, also Nummer 1 außer Gefecht. Und wir auch fast. Und ab hinterher. Meter. So, seiner beharrlichen Freund ist er schon mal los. Dafür hat er uns am Hals. Gerade noch so abgefangen hier. Jo, Kollege, rechts ranfahren. Ich sehe, du blinkst. Das ist aber. Rechts blinken, links fahren. Was bist denn du mir für einer? So wenig Abstand gehalten. Shit. So, Kollege. Und nun habe ich dich. Sie waren leider nicht am Platz, sonst hätten wir Sie telefonisch zu uns eingeladen. Ja, war's das jetzt schon mit der Cutscene? Ja, gut, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt's. Und auf Wiedersehen. Ciao.